Liebe Zuschauer, ein Leben ohne Netflix ist für den einen oder anderen ein bisschen wie ein Leben ohne Internet. Kaum vorstellbar, das hört sich seltsam an, ist aber tatsächlich so. Und ja, ich zähle mich auch dazu. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch mein Interviewgast zu der Anlageidee, David Hartmann von Vontobel, aktiver Netflix-Nutzer ist. Und mit ihm werde ich in den nächsten Minuten besprechen, wie Sie im Bereich der Zertifikate vom Thema Abo profitieren können und welche Möglichkeiten es da gibt. Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Leben ohne Netflix fast unvorstellbar, und wenn es dann doch eher nur im Hintergrund vor sich hin dudelt. Schauen Sie Netflix, wenn ja, was? Ja, selbstverständlich. Ich muss ja auch wissen, von was ich heute spreche. Dementsprechend habe natürlich auch ich ein Netflix-Abo. Corona-bedingt haben wir natürlich so ziemlich alles schon leer geschaut auf Netflix gefühlt, aber aktuell schauen wir Ozark. Düstere Serie, weshalb so düster? Ja, wir versuchen immer so ein bisschen abzuwechseln. Mal Comedy, mal was Düsteres, mal ein Krimi. Einfach ein bisschen Abwechslung. Das Modell der Abos gibt es mittlerweile schon jahrhundertelang. Egal, ob das die Zeitung an sich ist, damit fing das alles ja an. Andere Medien, Hörbücher, Spotify beispielsweise, Fitnessstudios, alle arbeiten seit nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten mit den sogenannten Abonnements. Weshalb ist dieses System so profitabel? Ja, es hat vor allem den Vorteil, dass man eben einen konstanten Cashflow als Unternehmen hat. Und die Kunden, sie sind auch nicht so preissensibel in einem Abo-Modell. Also sage ich mal so, wenn Sie so ein Abo oder beziehungsweise wenn Sie Netflix vielleicht als Kunde für ein Jahr bezahlen müssten, dann würde Ihnen das auffallen, wie viel Geld Sie eigentlich hierfür ausgeben. Aber dadurch, dass Sie eben regelmäßig viele kleine Zahlungen eben in Monatsbeiträgen als Verbraucher leisten, fällt Ihnen das gar nicht so sehr auf, und Sie sind dort dann eben nicht so preisempfindlich, wie das eben bei großen Zahlungen der Fall wäre. Wir haben jetzt mal zusammengestellt ein Chartbild, ein Chartvergleich von Netflix, Walt Disney und Spotify. Das ist sozusagen der Vorreiter für das Produkt, was Sie uns noch mitgebracht haben. Alle drei Unternehmen arbeiten mit den sogenannten Abos. Bei Spotify sieht es ein bisschen seltsam aus, weil Spotify noch nicht so lange an der Börse ist, liebe Zuschauer. Deshalb sieht das ein bisschen aus wie die Nulllinie, ist sie ja de facto auch. Spannend ist, finde ich, Netflix hat als Streaming-Anbieter nach wie vor die Nase vorn. Es gibt Konkurrenz, beispielsweise auch Amazon Prime, aber nichtsdestotrotz funktioniert Netflix, obwohl Walt Disney und Spotify natürlich mitschwimmen. Weshalb hat man sich hier so gut aufgestellt? Ja gut, Netflix konkurriert natürlich vor allem mit Walt Disney, da man so ein vergleichbares Produktangebot eben anbietet. Der Streamingdienst von Disney ist eben Disney Plus, und der Unterschied ist, oder beziehungsweise es geht eben hier vor allem um Nutzerzahlen. Das heißt, Sie haben ein vergleichbares Angebot, aber Sie wollen die Nutzer exklusiv auf Ihre Plattform locken. Und wie macht das Netflix? Sie sind da sehr geschickt. Sie setzen da stark auf Eigenproduktionen, die Sie dann eben auch nur auf Netflix als Zuschauer sehen können. Wir schauen uns mal das Produkt an, was Sie uns mitgebracht haben, die Anlageidee. Das ist jetzt eine Multiaktienanleihe auf alle drei gerade angesprochenen Werte. Worum geht es hier explizit? Worauf muss der Anleger achten? Genau, es ist eine Multiaktienanleihe auf die drei Streaming-Services, eben Walt Disney, gut, Walt Disney mehr als ein Streaming-Service, Netflix und Spotify. Es ist eine Aktienanleihe mit Barriere. Heute hat das Produkt den ersten Börsenhandelstag, am Montag wurde es fixiert. Das heißt, die Barrieren wurden festgelegt. Aktuell haben wir einen Barriereabstand von ca. 45%. Das heißt, sollte keiner der drei Aktien eben diese Barriere während der Laufzeit unterschreiten, dann bekommen sie eben das volle Nominal, das 1.000 Euro beträgt, als Anleger zurückgezahlt. Und sie haben ein Coupon von 13,25%, der jetzt hinsichtlich, wenn man jetzt noch schaut, dass man eben mit der Barriere doch einen relativ weiten Abstand hat, doch äußerst attraktiv ist. Chancen und Risiken für den Anleger? Gut, Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie einerseits in einem Seitwärtsmarkt, das heißt, sollten die Aktien sich jetzt überhaupt gar nicht mehr bewegen, haben Sie eben den Coupon von 13,25% und auch die sichere Rückzahlung. Und über die Barriere haben Sie eben auch noch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, Sie könnten auch in einem Seitwärtsmarkt oder bei auch moderat fallenden Kursen eben noch eine positive Rendite erzielen. Für welchen Anlegertyp eignet sich denn diese Anlageidee? Eher konservativ oder doch risikofreudig? Ja, die Aktien, sie sind schon relativ schwankungsintensiv, das muss man schon zugeben. Aber auf der anderen Seite eben dadurch, dass wir diese relativ hohe Barriere haben und auch mit einer Laufzeit bis in den März 2023, haben sie auch, sage ich mal, jetzt auch eine überschaubare Laufzeit. Von daher müssen sie jetzt nicht
super risikoaffin sein. Aber natürlich für einen sehr risikoaversen Anleger, der sollte sich dann vielleicht ein vergleichbares Produkt suchen auf Aktien, die weitaus weniger schwanken. Aber dann müssen sie natürlich in Kauf nehmen, dass sie einen geringeren Coupon bekommen. Herr Hartmann, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, natürlich auch Ihre Netflix-Vorlieben, an denen Sie uns haben teilhaben lassen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Dankeschön auch an Sie und völlig egal, ob Sie düsteren Serien sind oder vielleicht so wie bei mir aktuell Bridgerton, ja, das gebe ich zu, vielleicht ist auf jeden Fall diese Anlageidee etwas für Sie und Sie wollen nicht nur Netflix schauen oder auch Spotify nutzen oder Walt Disney, sondern wollen aktiv davon profitieren, dann hoffentlich haben Sie richtig gut aufgepasst und sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann.